Hey, hey, hallo Leute und willkommen zum mittlerweile schon 90. Part von Let's Play Tales of Xillia. Das ist doch kaum zu fassen. So eine große Zahl habe ich in einem Let's Play zum letzten Mal in Final Fantasy 13 gesagt. Das ist doch nicht wahr. Der Fisch. Immer noch. Ja. Wir sind inzwischen über Level 50. Wir haben die ISS Synethra im Prinzip jetzt komplett abgeschlossen. Wir müssen jetzt nur noch zum Bossgegner gehen. Ich ziehe kurz mein T-Shirt aus, weil es verdammt warm ist. Und das wird sich für euch jetzt wie folgt anhören. So. Ich bin fertig. Es ist einfach warm hier drin. Gut, ich glaube, ich kann weitermachen. Dafür müssen wir genau hier durch. Ist ja schon der richtige Ort hier. Ich snack mir jetzt direkt lieber mal das Essen. Das sollte reichen, das kleine. Ja. Danke. Danke, danke. Hat er noch sein Dingens ausgerüstet? Seine Sephira? Ja, hat er. Das ist gut. Oder anders gesagt, das ist schön. Das ist wunderschön. So, wir machen das jetzt aber so, du kriegst überschreiten, du kriegst diese Vierer reingedrückt. Das ist gut und das ist auch gut. Oder du kriegst das Amulett. Ich brauche das Amulett nicht. So. Ich komme. Wie hieß er nochmal? Gillum? Oh Gott, scheiße, ich habe seinen Namen vergessen. Gillum. Gillum hieß er doch, oder? Dieses Lied. Okay. Mitteldeck. Nein, oh Gott, ich muss den Gegnern aus dem Weg gehen. Weil ich habe das EP-Dingens aktiviert. Ich, da wird sie echt keine. Was bist du denn? Du bist ein neuer Gegner? Nein, du leuchtest nur, du leuchtest nur. Okay, jetzt ganz schnell hier an der Wand lang. Oh Gott, ich muss den Gegner jetzt unbedingt aus dem Weg gehen. Ich, da wird sie keinen Kampf. Also maximal einen dürfte ich encountern, aber das muss auch nicht unbedingt sein. Vielleicht kann man ja doch zwei Bosskämpfe hintereinander, man weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, deswegen. So, hier ist schnell speichern. Wir sind auf Spielstand 4 mal wieder und sind auf der ISS Synethra auf dem Mitteldeck und gehen jetzt rein in den Kontrollraum. Da stand doch irgendwas davor vor Kontrollraum, ich habe es aber nicht gelesen, sorry. Ich hoffe, ihr hört den schlechten Rap draußen nicht. Da ist irgend so eine Veranstaltung. Hallo Gillen. Gillen, wie auch immer. Und hallo Nancy von Kresnik. What a pleasant surprise. How considerate of you to deliver Maxwell right to me. Tell me, Alfred Vincent. Why is it that you have betrayed us? It's simple. Because the truth is, I've always despised you. I see. So you're prepared to spend the rest of your life in Risa Maxia. Like that matters to me. How'd you do that? I didn't feel any spirits die. What's going on? Eat this! There it is! It's that spirit again! I see, so you're Maxwell. You look quite a bit different now. Be quiet! Who told you to speak? Yes, Master. What the heck was that? Why are you taking orders from that big jerk? It's only natural for tools to obey their wielders. The only tool here is you! Spirits and humans are supposed to live in harmony! My servant here is hardly your garden variety type spirit. She's actually a
pyrite. What? We used boosters to recreate the spirit Celsius from the spirit fossil in which she lay dormant. She is the physical manifestation of a spirit art itself. So now you're using the Spyrite's mana to perform arts? And that's why she's a tool. Does it all make sense now? How could you? You're despicable! So that's why you took Tipo's data? How could you do that to him? Little lady, I need to personally thank you for that. You told us precisely how to give birth to the Spyrites. And how to turn Risa Maxia into energy. I take it those aren't tears of joy, little lady. How can you be such a monster? Conductor, I thought the curtain closed on your career long ago. Why insist on an encore even now? I'll have you know that I'm as stubborn as my king, Gilland. And I'm not about to forgive you for toying with his life. We won't lose to you. No way! Is that supposed to frighten me? You really should know your place, boy. You don't have the power or ambition to make good on such threats. You, of all people, have no right to talk of power or ambition. What do you know? You use them both for your twisted objectives. I have little interest at all in continuing this conversation. But answer this one question. Do you know the difference between you and Jude? As if I care. As I thought. And that's exactly what makes you a fool. The Lance is spooling up to absorb more mana. Come, Maxwell. I'll allow you to live. However... the rest of you will die! I will protect all in Risa Maxia, people and spirits alike. That's it, Gilland! This madness ends right now! Oh. Oh shit. So, jetzt muss ich erstmal kurz ein bisschen rumragen hier. Diese Drecks, scheiß dummen Drecksrapper. Also, an sich, ich mag Rap nicht unbedingt. Aber ich habe jetzt nicht unbedingt was dagegen, wenn Leute das mögen. Ja, gut sollen sie machen. Und wenn Leute diese Musik machen, gut sollen sie auch machen. Aber wenn man so schlecht rappt und man das durch das ganze Dorf hört, den ganzen Abend lang, geht mir das einfach nur auf den Sack. Das ist, also ich habe selten so schlechten deutschen Rap gehört. Hallo Celsius. Willst du... Mare in a Wonderful Song. Gillen, bekommt mal kurz meine Mystic Art ab. So, jetzt mal eben das hier bitte und dann stirb, Gilland. So, jetzt gehe ich wieder auf Celsius. Moment, Celsius ist Wasser bzw. Eis, ne? Das heißt, die kriegt mal ein bisschen Phönixfall hier ab. Und außerdem noch das hier. Die ist ja resistent gegen, ich weiß nicht, ob das Wasser oder Eis ist, oder wahrscheinlich sogar beides. Und Erde und schwach gegen Feuer. Wie schaut's bei ihm aus? Schwach gegen Erde. Ja. Ich habe nicht wirklich Erdattacken. Ach komm her, Celsius, ich will dich erstmal plätten. Danach kümmere ich mich um Gilland. Aber erstmal wird Celsius, Master Celsius, geplättet. Vorausgesetzt, die letzten mal aufstehen, bitte. Ja, im Moment, habe ich gerade Master gesagt? Ich meine Masterin-Menschen dann hier. Wieso zum Teufel war ich gerade nicht mehr mit Mila verbunden? Ich habe keinen Plan. Ach, steh doch auf. Boom. Ich selber ausgewichen wieder hier. Und ich kann schon wieder direkt das nächste Mal das hier machen. Boom. Selten ist es fast tot. Und vielleicht komme ich sogar, ich komme wahrscheinlich nochmal dazu, die Mystic Art auf Master Gilland zu machen. Oder? Wie viel Energie hatten denn noch? 22.000, gut. Dann werde ich die hier erstmal noch so töten.
Ganz ehrlich. Na, der hat gar nichts. Okay, aber Mila, oder? Ja, Betäubung, genau. Ach, Mensch, lass mich doch mal aufstehen. Alter, wie nervig ist das denn bitte? Wie ist denn sich das, so ein Gegner, den ich am meisten von allen Gegnern in allen Spielen hasse, die einfach total schwach sind, aber unglaublich nervig, wegen sowas, weil sie einfach slowen können, weil sie mich dauerhaft am Boden lassen können und so eine Scheiße. Sowas hasse ich einfach, wenn es so eine Gegner gibt. Nee, das lässt du jetzt lieber. Am besten stirbst du lieber einfach. Mit deinen 1707 HP. Nicht PH. So. Du, ihr stirbst auch. Wir machen jetzt einmal das hier. Und dann, mein Lieber, machen wir einmal das hier. So, Gillard, ich hab da was für dich. Nämlich das. Und eine gute alte Endraserei. Final Fury klingt natürlich noch cooler. Und dort hat er nur 1092 HP. Adios. A power matching that of the Great Spirits. The power of Spyrite. Doesn't matter. Gillen's ambitions end here. 30.000 Erfahrungspunkte, 15.000 Gold, sonst hätte ich nur 10.000 ohne das Item da bekommen. Und sonst auch nur 15.000 Erfahrungspunkte. Aber ich habe 30.000 bekommen. Ich habe 2,5 Minuten gebraucht. Wunderschön. Wieso ist Jude nicht aufgestiegen? Verbundenheitsstein und Synchronisierungsstein. Wenn das 30.000 EP waren, müsste Jude auch aufgestiegen sein. Elise ist sogar zweimal aufgestiegen. Warum bitte ist Jude gar nicht aufgestiegen? Das ergibt keinen Sinn. No, not now. Not when we finally created a Spyrite. Damn it. The only thing you really want to do is gain favor with the outside to boost your influence. What's the point in making these Spyrites, or whatever you call them? Spyrites are different from Spyrix's devices. They allow us to wield incredible power without consuming spirits. Olympias is overflowing with people and technology, and we need Spyrites to sustain ourselves. What are you talking about? As spirits have become scarce, so has the mana in Olympias. Our world is now doomed to fade away. So that is why you implemented the Otherworld Reactor plan. But it's your fault. For getting hooked on Spyrix to begin with, now you have to live with the consequences. But if Spyrites become commonplace, the people of Olympias will have all the mana they need. Isn't it a bit late for that? You were the ones who chose to rely on Spyrix 2,000 years ago. That wasn't me! Are you okay? My death is not going to change the face of Risa Maxia. Our plan can proceed so long as the schism exists. Everything you've done is for nothing. Is he dead now? Perhaps that was the price he had to pay for using Celsius. It was a high price to pay, even for that much power. Well, I'll be taking this back. Glendor Yul'Savent. Goodbye, Uncle. Hm. Mich gerade wegen dem Namen gewundert. Has everything been settled now? You just missed it. This doesn't feel right. Not at all. Exodus must abandon their plans. They must be forced to, for the sake of Risa Maxia. Right.
Maxwell. Even you won't interfere here. I'll destroy it. Everybody here can just focus their mana into the lands, then maybe... So you're saying we should willingly give that thing power? It can mean the death of us. We're dead either way. We have no choice. So many things left you need to do! With the schism gone, Exodus's plan will come to an end. Isn't that right? What? No! I want you to win! But not if that means losing you! Let it go. What are you doing? I have to save her! Can't you see? Mila's gonna kill herself! Don't do this! Please!
Huch. Durchaus. Okay. What the f... Okay, also Musée hat die dunkle Art gezaubert, die Mila gerade das Leben gekostet hat. Mila, why did you have to die? What am I supposed to do now? My mission was to help Mila. How did it end up like this? I was able to get in touch with Rowan and Elise. But nobody seems to be able to get a hold of Alvin. Don't. Just stop. Again? Jude, you gotta stop doing this. If you keep this up, we're gonna run out of food. I'll make you some more. Be right back. You guys are my ticket home to Olympias. All I have to do is kill you off. That deal I made with Musée. Mila's big sister. After everything that happened, she attacked us. After all, anybody who learns about the schism will have to die. It is my mission. Go ahead. Do whatever you want. You always try to go with the flow. You really piss me off, you know. Me.
She gave it her all. She sacrificed her life for the people of Rize Maxia, for the spirits, and for us. Mila's responsibility, her mission, was to protect everyone. Created to lure out Gilland and people like him. None else mattered to her. Understand? Certainly not a sense of duty or justice. None of that mattered to her whatsoever. And yet she worked so hard, didn't she? Her mission meant nothing. Up here. Stop right there. I won't let you hurt him. I can't let you do this. It's over. You've got nowhere left to run. No, it's not over! Open your eyes already! Damn you, Alvin! Every damn thing we did was pointless! Pointless? It wasn't pointless. I met Mila. I traveled with her. She made me think. She taught me many things. And it helped me grow as an individual. However, the schism is definitely still up. Why, damn it? The sky is as red as it's ever been. I still can't see Olympias. If the schism wasn't dispelled, then why'd I let her die? What was the point? She died for nothing. Mila died for nothing? That's not true! Listen! Everybody is still here! Elise is, and so is Rowan! I'm sure Gaius and the others are too! Saved our lives? For what? She's gone now, isn't she? No! We're just plain old human beings. We can't be like her!
inspired everyone to give everything they had. We kept going because of her. But in the end, we could never be like her. Jude, did you not realize how conflicted Mila was? She was torn between her mission to protect the Schism and the actions that could eventually lead to her own death. It's no wonder that she never found her answer. Her existence and her mission were just lies that were given to her. Humans and spirits alike were precious to her. So precious that she valued them more than her own life. That was the Mila I loved. Mila finally gave you something to live for, and I suppose that made you very happy. Too bad it was all for nothing. All that time you spent with her, all those feelings you have. Time to set them aside. Set them aside? Put an end to my feelings? You can't throw it away! Don't you understand, Jude? Mila saved my life. She saved me. Thank you so much, Leia. I didn't mean to. Alvin! Jude, this is your fault! Oh, fuck. Why? Das ist der allerböseste Cliffhanger in meinem gottverdammten Leben.